Der Unternehmerverband Südhessen ist für seine Mitglieder Impulsgeber, Partner und Dienstleister zugleich. Das Haus der Wirtschaft Südhessen in Darmstadt ist Anlaufstation und Servicecenter für mehr als 300 Mitgliedsunternehmen aus allen Branchen. Vom Freiberufler über den Mittelständler bis zum Global Player wie Merck und Opel. Unsere Kernkompetenz ist die Beratung und Vertretung der freiwillig organisierten Mitglieder in allen Fragen des Arbeits- und Sozialrechts. Von A wie Arbeitsvertrag bis Z wie Zeugnis. Wie zufrieden sind denn die Mitglieder mit ihrem Verband? Stefan Koziol ist Sohn eines Mitgründers. Das Unternehmen ist 1927 von meinem Vater gegründet worden. Wir machen wunderbare Dinge für zu Hause, Design fürs Leben und Wohnen. Und wir haben ca. 200 Mitarbeiter. Die Beratung im rechtlichen Bereich, die Beratung in der Personalentwicklung und bei der Entwicklung im Gesetzesbereich europaweit und deutschlandweit ist es gut, einen solchen Verband zu haben. Ein umfangreiches Seminarangebot mit fachlich hochkompetenten Trainern und Referenten bietet ein breites Themenspektrum. Von Tarifgestaltung bis zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Personalleiterkonferenzen sind Forum für branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Gottlieb Hupfer. Ich leite als Geschäftsführer die Envirochemie Wasser- und Abwassertechnik hier in der Nähe in Roßdorf bei Darmstadt. Wir produzieren Anlagen für die Aufbereitung von Wasser und Abwasser in Industriefirmen. Wir haben weltweit 400 Ingenieure und Techniker und am Standort Roßdorf 200 Mitarbeiter. Für mich bietet der Unternehmerverband hier die Möglichkeit, mich mit anderen Unternehmern zu vernetzen, mich regelmäßig zu treffen und auszusprechen. Qualifizierter Nachwuchs ist heute schwer zu finden. Für viele Berufsausbildungen muss deshalb schon in den allgemeinbildenden Schulen geworben werden. Ein doppelstöckiger Infotruck, bestückt mit modernster Veranstaltungstechnik, geht einmal im Jahr auf große Tour durch Südhessen. Er parkt direkt vor den Schulen. Jugendliche erfahren hier anschaulich die vielseitigen Möglichkeiten von zukunftssicheren Ausbildungen in M&E-Berufen. Das kommt nicht nur technologischen Vorreitern wie der Adam Opel AG zugute, sondern auch und besonders dem Mittelstand. André Ruppel leitet einen metallverarbeitenden Familienbetrieb. Die Adam Ruppel Asbach GmbH wurde 1946 von meinem Großvater Adam Ruppel gegründet und wird nunmehr in dritter Generation weitergeführt. Gerade die Ausbildung ist für uns ein zentrales Thema. Die Rekrutierung neuer Mitarbeiter aus dem Arbeitsmarkt wird zunehmend schwieriger. Deshalb bauen wir verstärkt auf die eigene Ausbildung. Hierbei werden wir tatkräftig vom Verband unterstützt. Infostände wie auf der Conactiva oder der Hobbit im Kongresszentrum Darmstadium eröffnen Studenten und Hochschülern qualifizierte berufliche Perspektiven. Die Wirkung in der Öffentlichkeit, in Politik und Institutionen wird wesentlich durch den Unternehmerverband geprägt. Die Unternehmer haben natürlich, sich auf ihre Hauptthemen zu konzentrieren. Und da ist der Verband eine ganz wertvolle Unterstützung, insbesondere was die politische Arbeit und die Darstellung nach außen betrifft. Wir beschäftigen uns mit Dienstleistungen, primär zum Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, Gesundheitsprävention und das schon seit über 36 Jahren. Druckereiinhaber Ralf Lokai fühlt sich in seiner Unternehmensphilosophie durch den Verband bestätigt. Denn beim Bau des Haus der Wirtschaft wurden hohe Umweltziele realisiert. In Reinheim bei Darmstadt stellt Lokai mit 30 Mitarbeitern hochwertige, ressourcenschonende Printprodukte her. Zum Kundenstamm gehört auch die Biobranche. Für mich ist es wichtig, als Unternehmer gesehen, aber auch gehört zu werden. Und ich kann viele positive Dinge mit der Zusammenarbeit mit dem Unternehmerverband gemeinsam noch besser realisieren. 2015 konnte der Unternehmerverband sein 65-jähriges Bestehen feiern. Viel hat sich seit 1950 verändert. Grund genug, gesellschaftspolitisch und wirtschaftlich bewegte Zeiten noch einmal Revue passieren zu lassen. Dr. Sigmar Herberg, Vorsitzender des Unternehmerverbandes Südhessen, ging auf die positive Mitgliederentwicklung des Verbands ein. Unser Motto ist nicht zuletzt unser Anspruch an uns selbst und lautet: Wir unternehmen mehr. Das heißt, wir wollen unseren Mitgliedern mehr Leistungen, mehr Aktivitäten anbieten, als sie von einem Arbeitgeberverband erwarten. Professor Dr. Werner Plumpe
schilderte den Weg der jungen Bundesrepublik zum wirtschaftlichen Wiederaufstieg. Erhards Parole Wohlfahrt für alle hatte sich in außerordentlich kurzer Zeit wirklich erfüllt. Streng genommen war es kein Wiederaufbau, sondern vor allem ein grundlegender Um- und Neubau, der nach 1949 stattfand. Insofern gab es auch im Wirtschaftswunder Gewinner und Verlierer. Sehr bald wurde klar, dass die Wirtschaft nicht gleichmäßig durch alle Sektoren wuchs. Deutschlands Unternehmer beweisen immer wieder Wandlungsfähigkeit im globalen Wettbewerb. Doch warum ist es heute schwieriger als damals? Und da war Westdeutschland nach dem Krieg vielleicht sogar ein Vorteil zu heute. Denn die Menschen, namentlich hier in Darmstadt, hatten nach dem Krieg nichts mehr zu verlieren, aber sehr viel zu gewinnen. Die Politik musste nicht einen gegebenen Wohlstand schützen oder verteidigen, sondern die Chance geben, durch eigene Arbeit wieder hochzukommen. Das hat sie getan. Und die Wirtschaft hat diese Chance genutzt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Stolz wies Geschäftsführer Wolfgang Drechsler auf die Sonderbeilage des Darmstädter Echos zum Jubiläum hin. Sein Vortrag ging besonders auf die Menschen ein, die das Verbandsgeschehen in den letzten 65 Jahren prägten. Zu den Herausforderungen der Zukunft sagte er: Empfehlen Sie uns weiter, lassen Sie uns die Herausforderungen der Zukunft, die ja vor uns stehen, gemeinsam meistern. Vielen Dank. Der Unternehmerverband Südhessen ist eine starke Gemeinschaft und bietet seinen Mitgliedern Rückhalt und qualifizierte Hilfe. Grund genug, das Jubiläum gebührend zu feiern. Ich wünsche dem Unternehmerverband Südhessen zum 65. Geburtstag, dass er weiter so ideenreich, so kreativ und so durchsetzungsstark ist wie in all den Jahren. Wir unternehmen mehr. Der Unternehmerverband Südhessen.